Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Die Tatsache, dass Sie hier sind, macht Sie automatisch zur Elite, aus dem einfachen Grund, weil Sie zumindest teilweise noch selbstständig denken können. 99,8% der Menschen können das nicht mehr. Die denken nur noch vorgedachte Gedanken, die sie aus den Medien erhalten, und wiederholen das, wie Papageien. Wenn Sie so wären, dann wären Sie nicht hier. Also die Tatsache, dass Sie heute Abend hier sind, wird Ihre Zukunft sehr positiv beeinflussen, weil Sie begriffen haben, dass unser System, in dem wir leben, extrem krank ist, sehr, sehr krank. Und da das so ist, werden schwere Korrekturen kommen, und Sie sind dann mehr oder weniger darauf vorbereitet. Und wenn Sie auch nur 5% vorbereitet sind, ist das besser als null. Deswegen freue ich mich für jeden, der hier sitzt. Zu mir selbst wenige Sätze. Wenn Sie irgendwas wissen wollen, genaueres, dann sehen Sie nach in dem Who is Who in the World unter B. Dann finden Sie das. Was soll ich sagen? Ich war in 104 Ländern, habe in 54 Ländern gearbeitet. Ich musste 6 Sprachen lernen, aber es waren alles die falschen. Im Augenblick komme ich gerade von Zentralafrika zurück. Ich bin immer weltweit unterwegs. Und da ich Ihnen so schlecht Stangenmaterial in Gold mitbringen konnte, habe ich Ersatz mitgebracht. Das habe ich noch vor 4 Tagen in Äquatorialguinea selbst mit abgesägt. Das ist dortiges Zuckerrohr. Sie können dann mal probieren und kauen. Es ist echt. Immerhin, es ist, für diese Menschen dort ist das wie Gold. Gut, ansonsten könnte ich eigentlich jetzt schon aufhören, wenn Sie bereit sind, das Buch zu kaufen, weil da steht alles drin. Dann brauche ich jetzt nicht mehr weiter zu machen, aber da Sie alle sitzen bleiben, so geduldig, dann tue ich das gerne. Normalerweise sind, wenn ich rede, dauert das ein bisschen lange. Ich frage das Publikum nach jeder Stunde, ob ich weitermachen soll. Und der Rekord war bis jetzt 9 Stunden. Ja, das ist wirklich wahr. Ein kleines Beispiel am Chiemsee in Deutschland, schon 3-mal. Von 6 bis 8 sollte es gehen. Um 9 habe ich die Leute gefragt, um 10, um 11, um Mitternacht haben sich 2 kleine Frauen hinten gemeldet und haben sich entschuldigt, dass sie heim müssen wegen Babysittern. Da habe ich gesagt, ihr braucht euch doch nicht zu entschuldigen. Wir sind schon 6 Stunden drüber. Um 1 habe ich sie gefragt, in der Nacht um 2. Um 3, kurz vor 3 habe ich gesagt, jetzt streike ich. Ich mache nicht mehr. Es waren jetzt 9 Stunden. Und dann bildet sich der harte Kern, erst 80, dann 60, dann 40, dann 20. Und dann ist es früh um 4:30 oder so. Und dann kann ich vielleicht 2 Stunden in dieses Hotel, und da gehen Sie noch mit in das Hotelzimmer. Die letzten 5, die muss ich dann noch rausschieben, damit ich vielleicht noch 2 Stunden habe. Also das hängt nicht mit mir zusammen, sondern mit dem Material. Die Leute interessieren sich für Gold. Und anscheinend, nehme ich an. Übrigens, als ich jung war, hat sich kein Schwein für mich interessiert. Jetzt, wo ich auf die 95 zugehe, gibt es genau 21 Frauen, die mir irgendwie hinterherlaufen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls starkes Interesse zeigen. Und das müssen Sie sich mal vorstellen. Die Jüngsten sind 30, die Ältesten 60. Also vollkommen. Manchmal habe ich Zweifel an der Menschheit. Gut. Das Buch ist jetzt in 7 Sprachen rausgekommen, und es sollen 20 werden, theoretisch. Slowenisch ist inzwischen zum Glück auch erschienen, eine sehr schöne Sprache. Ich kann es nur mühsam lesen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, aber sonst geht es ganz gut. Man könnte heute klagen über die heutige Situation, indem man sagt, oh, Obama zum Beispiel. Wir erleben eine Finanzkrise von epochalen Ausmaßen. Unter der Oberfläche ist fault und riecht es ganz stark. Frage, geht es denn aufwärts? Ja, ja, wie auf dem Heck der Titanic. Das Titanic war so, und dann ging das Heck hoch
Und dann ging es runter. Also es geht also aufwärts wie dieser Teil. Das ist genau das geschieht jetzt. Der Krebs wird mit Parfüm besprüht, statt ihn zu heilen. Dann noch immer gibt es 400 Dollar oder Euro in der Finanzwirtschaft im Vergleich mit einem Dollar oder Euro in der Realwirtschaft. Das heißt, der Finanzsektor ist über 400 Mal so groß wie der reale Sektor. Normal, in normalen Zeiten ist es vielleicht 1 zu 3. Jetzt sind wir bei 1 zu 400. Naja, wollen wir mal sehen, wie lange das noch gut geht. Der Derivateberg hat 1 Billiarde erreicht. Das sind, Sie wissen, Derivate sind abgeleitete Finanzinstrumente. Und das ist 1 Million Milliarden Dollar weltweit. Dafür müsste Amerika 130 Jahre arbeiten, um das wieder auf Null zurückzubringen. Ich bezweifle das, dass die Amerikaner überhaupt noch 130 Jahre existieren. Ich bezweifle, dass sie überhaupt noch 4 oder 5 Jahre existieren als sogenannte Supermacht oder sowas. Das ist eine Bananenrepublik ohne Bananen. Deutschland braucht 350 Jahre zur Abarbeitung der Schulden auf Null. Wenn das zu vernünftigen, machbaren Raten erfolgen würde, darüber hinaus ist es gar nicht machbar, sonst gäbe es sofort eine Revolution. Und der Schuldenberg baut sich weiter auf, demnächst brauchen wir vielleicht 400 Jahre oder auch 500. Die Nebenwirkungen kommen erst noch von diesen ganzen Geldspritzen. Die ersten Fonds und Banken ziehen sich aus dem Dollar zurück. Eine geheime Liste in Deutschland von BaFin kam durch Verrat an die Öffentlichkeit. Die krisenbehafteten Wertpapiere, die toxischen Papiere sind also nicht, wie die Regierung sagt, 300 Milliarden, sondern inzwischen rund 900 Milliarden. Also man hat so ein kleines bisschen, wird immer so gelogen bei dieser ganzen Geschichte. In Amerika gibt es einen Sicherungsfonds für die Sparer, der deckt 700 Milliarden ab, hat aber nur 10 Milliarden. Wie das gehen soll, weiß ich nicht so richtig, aber ich war in Mathematik schon immer schwach. Also gut, ich habe hier Slowenien hingeschrieben, Sie sehen das. Es gibt auch alle möglichen guten, nicht nur schlechte Nachrichten, sondern auch gute. Übrigens auch heute, was wir hier so aufzählen, ist im Grunde lauter depressives Zeug. Das kann man nur mit etwas Humor nehmen, sonst kann man gar nicht leben. Wir können nur darüber lachen. Und im Übrigen auch, wenn Sie ein bisschen vorbereitet sind, auch wenn es nicht viel ist, sind Sie unter den Blinden nicht nur der Einäugige, vielleicht haben Sie sogar anderthalbes Auge. Das ist als Folge davon, dass Sie heute hier sind. Ein paar kleine Geschichten, der Idiotenbusch, das war der vor diesem Obama irgendwie, ich sage mal Obongo Obama regiert hat, der trifft sich mit Putin und sagt, Wladimir, wenn ich in dein linkes Auge sehe, erblicke ich deine Seele. Und Putin sagt, mein lieber George, wenn ich in dein linkes Ohr sehe, erblicke ich die gegenüberliegende Wand. Etwas Positives von Charlie Chaplin, den ja die Deutschen im Dritten Reich nicht gut leiden konnten. Das kann man schlecht übersetzen. Goebbels hat ihn als den widerlichen kleinen Zappeljuden bezeichnet. Das ist etwas drastisch ausgedrückt. Aber dieser widerliche kleine Zappeljude hat etwas getan. Er hat 90% seiner Gagen in Gold angelegt. Und als er gestorben war, der war mit 84, hat er sein letztes Kind gekriegt. Also nicht er, sondern irgendeine Frau. Dann hatte er ungefähr 5 Tonnen Gold. Tonnen. Das ist nicht so schlecht. Es gibt Schlimmeres im Leben. Also deswegen ist das für mich ein gewisses Vorbild. Als Schauspieler zappelt er mir zu sehr, aber als Investor, oh, perfekt. In der Schweiz sagen sie tipptopp. Ja. Früher hieß es bei den Banken, haben wir gelernt, lerne leiden ohne zu klagen. Heute sagen die Banken, lerne klagen ohne zu leiden. Das ist alles ein bisschen verdreht heute. Ja, unser Freund
vom Silberbrief, der sagt, wer seine Augen nicht rechtzeitig zum Sehen benutzt, wird sie später zum Weinen benutzen müssen. Da Sie hier sind, benutzen Sie Ihre Augen zum Sehen. In schweren Krisenzeiten, wenn die Masse dann wirklich enteignet ist, und dazu gehören Sie nicht, die schreien, mein ganzes Geld ist weg. Das Geld ist niemals weg. Es hat nur jemand anderes. Das ist das Dumme daran. Die Schweiz sagt nichts, die sind ganz still, obwohl sie dauernd Frontalangriffe haben aus Brüssel, aus Amerika, aus Tel Aviv, überall her. Das ist wie ein Mann sagt auch zu mir, ich lasse mich scheiden. Meine Frau hat 4 Monate kein einziges Wort mit mir gesprochen. Ich will nicht mehr, ich lasse mich scheiden. Daraufhin sag ich dann, überlege dir das sehr, sehr gut. Solche Frauen findet man sehr, sehr selten. Naja, solche Leute wie ich werden immer als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder Schwarzseher oder Pessimisten oder sowas. Wenn Sie mal als so angesprochen werden, vergessen Sie nicht, die meisten Menschen wollen sowas nicht hören. Das stört die Komfortzone. Die sagen, das ist alles Verschwörungstheorie und nichts, halten sich die Ohren zu. Sie wählen den dritten Weg der Erfahrung und das ist das Bitterste. Wir können nichts daran machen. Ich kann Sie nicht zwingen. Wer nicht will, sagt man in Deutschland, wer nicht will, der hat und wer nicht frisst, ist satt. Also die zwei Schweine sitzen hinter einem Trog voll mit Futter und fressen wie verrückt. Und ein Schwein sieht durch die Gitter, draußen fährt ein Lastwagen vor und lädt ungefähr 80 bis 100 Schweine ein und fährt dann weg. Und dann sagt das eine Schwein zum anderen, ich habe ein komisches Gefühl. Eines Tages kommt dieser Lastwagen, schafft uns weg und dann schießen sie uns durch den Kopf und schlitzen uns auf und machen Wurst aus uns und irgendwelche Schinken und so weiter und redet so 5 Minuten in diesem Stil. Und dann sagt das zweite Schwein, hör endlich auf mit deinen verdammten Verschwörungstheorien und friss weiter. Wenn Sie mit so etwas konfrontiert werden, antworten Sie mit dem Beispiel der zwei Schweine. Das ist ganz typisch. Die heute nicht hören, werden eines Tages so wie diese zwei Schweine sein. Obama und Braun reden beim G20 in einer Ecke, intensiv, alleine. Nach einer Stunde kommt jemand hin und sagt, Entschuldigung, was redet ihr da so? So laut und so heftig. Wir planen den dritten Weltkrieg. Was? Der dritte Weltkrieg? Wie sieht der denn aus? Ganz einfach. Wir töten 900 Millionen Muslime und einen Zahnarzt. Ja, wieso einen Zahnarzt? Siehst du, George, was habe ich dir gesagt? Kein Mensch fragt nach den 900 Millionen Muslimen. Das ist... Naja, das andere lassen wir mal, weil wir haben noch viel zu tun. Hier, eine Goldinvestorin, wie sie hier sitzen, fliegt zum ersten Mal und hat furchtbare Angst im Flugzeug vor dem Fliegen. Und der Nachbar will sie trösten und sagt, Autofahren ist 100.000-mal gefährlicher als Fliegen. Mein toter Onkel fuhr auf der Autobahn und plötzlich fiel aus heiterem Himmel ein Flugzeug auf sein Auto. Da kannst du mal sehen, wie gefährlich Autofahren ist. Das fand ich ganz gut. Naja, Goldigel-Absätze und Münzen weltweit steigen ganz, ganz stark. Die US-Haushaltsausgaben sind auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren und da 72% der amerikanischen Wirtschaft vom Konsum abhängt, ist das kein sehr gutes Zeichen. Also wenn Sie zum Beispiel schwimmen gehen wollen und es gibt kein Wasser, ist das nicht besonders gut. Sie können vielleicht im Trockenen schwimmen oder auf dem Gras oder so, aber ideal ist das nicht. Hier genauso. Die inflationsbereinigt sind die Unternehmensgewinne in den USA um 90% gefallen.
Wo sollen da die Steuern herkommen? Die Amerika und die Vasallen und Abhängigkeiten kaufen sich heimlich gegenseitig die Staatsanleihen ab. Die einen kaufen amerikanische und die Amerikaner kaufen europäische. Und auf diese Weise halten sie künstlich das System aufrecht. So, jetzt machen wir ein bisschen Quiz. Ich bin froh, wir sind schon auf Seite 7, also wenigstens etwas gewonnen. Fragen und Antworten. Die meistgestellten Fragen finden Sie hier. Hat sich die Welt seit der Lehman-Pleite inzwischen verbessert? Überhaupt nicht. Wir sind um 18.000 Milliarden Euro ärmer geworden. Das ist das 60-fache des deutschen Staatshaushaltes. Müsste also Deutschland 60 Jahre dafür arbeiten, so ungefähr. Aber es gibt noch einen schlimmeren Verlust, nämlich der Lernfähigkeit. Die Leute lernen nicht. Es ist alles das Gleiche wie vorher. Es wird im Gegenteil, es wird noch schlimmer. Die Welt wurde sehr viel ärmer, sehr viel dümmer und sehr viel sozialistischer. Wieso dieses Urteil? Übrigens, der gute Obongo Obama hat gesagt, er will sparen. Gleichzeitig gibt er das Vierfache von dem aus, was sein Vorgänger ausgegeben hat. Also, und dann hat er jetzt gesagt, er hat den Friedensnobelpreis gekriegt. Gleichzeitig verdoppelt er die Truppen in Afghanistan. Also, das ist gut für einen Friedensnobelpreisträger, sich für den Krieg vorzubereiten. Ich glaube, das ist der Sinn dieses Preises. Warum Afghanistan? Das hat die längste Grenze mit dem Iran. Und wenn es mit dem Iran losgeht, erzeugen sie dort eine zweite militärische Front. Das ist der Sinn. Wieso das Urteil? Nun ja, mit diesen Rettungspaketen und Notkrediten haben sie 12.000 Milliarden, also 12 Billionen, von der Politabteilung des weltweiten Finanzkartells großzügig ausgegeben. Und das ist geschaffen aus relativ warmer Luft. Das ist ja schon gut. Außerdem, wenn noch weitere 12 oder 100 oder wie viel tausend Milliarden fehlen sollten, kein Problem, sie werden frisch gedruckt. Und genau diejenigen, die die Krise verursacht haben, die kriegen das Geld. Genau das. Das finde ich hervorragend. Ich mache also irgendwelche schweren Fehler und mache Schulden für, sagen wir, 10 Millionen und dann der Staat hilft mir, ich kriege immer mehr, kriege ich 20 Millionen zur Belohnung zurück. Sehr gut. Naja, das Wort Bankarotta ist schon mindestens, 1100, das ist rund 1000 Jahre alt. Das kommt, eine Banker war ein, wie heute ein Beweis, dass man ein Konto hatte im Römischen Reich. Das war eine Holzfigur, die wurde in der Mitte getrennt und die war fein geschnitzt. Und wenn man beweisen wollte, dass das Konto mir gehört, habe ich diese Hälfte genommen und die Bank hat die zweite Hälfte gebracht und die haben sie zusammengepasst und wenn die genau gepasst haben, hochkompliziert, dann war das der Beweis. Das nannte man Banker. Und wenn jemand bankrott war, wurde diese Banker zerbrochen und das war Bankarotta. Daher kommt das Wort Bankrott. Da sind wir heute weltweit. Ich finde das sehr gut, nur niemand bricht das mehr durch, man hört das nicht so irgendwie. Im Gegenteil. Normalerweise sollte, wenn jemand bankrott ist, geht er unter und was übrig ist, was gesund ist, übernimmt jemand anderes. Das ist ein Reinigungsprozess, die Marktwirtschaft sorgt dafür. Aber leider gibt es den Sozialismus durch die Hintertür. Karl Marx und Ulyanov, also genannt Lenin, sie jubilieren im Kommunistenhimmel. Ich finde das sehr gut. Genau das, was Sie wollten, kommt jetzt. Und im Übrigen wimmelt die Welt von sogenannten Finanzzombies. Sehen Sie den Anfang des Endes oder das Ende des Anfangs der Krise? Kann ich nur sagen, die Weltkrise hat noch gar nicht angefangen. Was wir jetzt haben, sind nur kleine Warnsignale. Gut, dass Sie die erkannt haben, deswegen sind Sie hier. Ich sage nur, wenn die Krise wirklich ausbricht, ist das, wie ich vergleiche das mit einem russischen Panzerangriff bei Stalingrad, mit einem Kindergartenpicknick an der Riviera. Das klingt angeblich pessimistisch, nein, es ist nur realistisch. Auf diesen lustigen G20-Treffen
Die sind wirklich lustig. Ich muss furchtbar lachen. Das ist das Einzige, was man machen kann. Nur diese kleine Frau aus Berlin zum Beispiel, die müsste mit einem Ballettröckchen noch tanzen vor den Fernsehkameras. Das wäre eigentlich das, was ich erwarte. Ansonsten ist kein einziges Thema oder kein einziges Problem, nicht eins, ist angesprochen worden. Sie haben tagelang über Steueroasen geredet und irgendwelchen Quatsch, was überhaupt gar keine Rolle spielt. Gut, es ist also so, dass Schulden werden mit noch viel mehr Schulden bekämpft. Das bedeutet, dass wenn ein Haus brennt, kommt die Feuerwehr, aber in den Tanks ist kein Wasser, nicht nur Benzin, sondern Superbenzin. Und das wird dann auf das Haus, damit wird das Haus gelöscht. Das ist genau das, was jetzt geschieht. Aber die Aktienkurse steigen doch wie verrückt. Ist das denn von Dauer? Sehr unwahrscheinlich, denn gesundes Steigen von Kursen setzt Unternehmensgewinne voraus. Und die gibt es nicht. Die werden immer weniger. Das Ganze ist also rein spekulativ aufgebauscht durch wahnwitzige Liquiditätsschwämme, die muss irgendwo hin. Und natürlich durch Spekulation und natürlich durch das Blanche Protection Team. Die verfügen über 300 Milliarden und sorgen dafür, dass das alles geschieht. Trotzdem, von Dauer ist das nicht. Das ist alles künstlich. Wenn Sie einem Junkie, der kurz vorm Sterben ist, nicht eine Spritze geben, sondern 20 Spritzen mit Heroin, der springt noch einmal bis zur Decke, ein paar Mal. Das geschieht genau jetzt. Aber irgendwann macht es kabumm und Sie können ihn in die Anatomie abfahren. Das passiert bald. Wenn Sie irgendeine Partei wählen in USA oder Deutschland, können die irgendwas ändern? Nein. Sie können wählen, wen Sie wollen. Es ist alles das Gleiche. Mehr Schulden, mehr Staat, weniger persönliche Freiheiten. Und das ist eigentlich alles. Wenn Sie zu einer Bank gehen, früher waren Sie dort ein guter Kunde. Heute sind Sie ein Bittsteller. Sie müssen um Ihr eigenes Geld bitteln. Ach, kann ich bitte vielleicht mal ein paar hundert oder tausend Euro kriegen? Und gnädig, vielleicht kriegen Sie was, vielleicht auch nicht. Was hat die Krise verursacht? Jahrzehntelanges über die Verhältnisse leben. Die Leute haben sehr viel mehr ausgegeben, als was sie eingenommen haben. Und das ist natürlich auch erwünscht, denn Macht hat man nur, wenn andere abhängig sind von jemandem. Sonst hat man keine Macht. Und diese Abhängigkeiten sind auch bewusst erzeugt worden. Wir alle hängen vom finanziellen System ab und die Freiheiten schwinden. Außerdem kriegen wir immer mehr Geschichten erzählt, die auf Angst basieren. Zum Beispiel sehen Sie hier Ozonloch, alles Quatsch. Ozonloch, Klima, Vogelgrippe, Schweinegrippe, Feinstaub, Wasserknappheit, Rinderwahnsinn, Gammelfleisch, Cholesterin, Kohlendioxid, Pandemien, das ist jetzt das Neueste, iranisches Atomprogramm, Waldsterben, Meeresspiegelanhebung und natürlich Terrorismus, das ist ganz klar. Es ist 500 Mal wahrscheinlicher, durch eine Kobra, durch Blitz oder auf dem Flugzeug umzukommen, als durch Terrorismus. Eine völlig künstlich geschaffene Geschichte. Aber es geht doch aufwärts, die Banken erzielen doch schon wieder Gewinne. Ja, Goldman Sachs hatte, glaube ich, 2,7 Milliarden Gewinn, was nicht erwähnt wurde, dass sie 27.000 Milliarden Schulden haben. Das wurde vorsichtshalber verschwiegen. Da müsste also Goldman Sachs 300 Jahre diesen Gewinn haben, damit sie wieder auf Null kämen. Und außerdem, sie kriegen beliebig Summen von Steuergeldern. Und das Tollste, die faulen Papiere dürfen sie selbst bewerten. Und viele bewerten es zum Tausendfachen ihres eigentlichen Wertes. Ich finde das sehr gut. Also es ist eine hervorragende Methode. Und es gibt keine Bilanzregeln mehr für Banken. Die können einfach machen, was sie wollen. Und und eine Menge anderer Dinge. Die elastische Bilanz ist erfunden worden. Die können sie es um das 2000-fache einfach ausweiten. Und niemand sagt irgendetwas. Und damit macht man dann Gewinne. Und wie geht das so weiter? Natürlich geht das weiter. Jeder Buchgewinn, den die Banken haben, gehört der Bank und jeden Verlust trägt der Steuerzahler. Das ist doch gut.
wir kürzen das jetzt ein bisschen ab. Sind neue Rettungsaktionen erforderlich? Ja, natürlich, ununterbrochen. Der Junkie braucht immer größere Dosen Heroin. Haben die Menschen Angst? Noch nicht so richtig. Manche ein bisschen wegen ihrem Arbeitsplatz. Aber das kommt noch. Ich fahr überall rum. Naja, es heißt, der Aufschwung ist gleich um die Ecke. Die Banken werden alle Kredite zurückzahlen, hoch verzinst. Der Staat und die Steuerzahler werden noch fantastische Gewinne machen an dieser ganzen Geschichte. Die Krise ist längst vorbei. Das Paradies ist in Sicht. Doch sehe ich einen Paradigmenwechsel. Welchen denn? Naja, das Wirtschaftssystem seit 1945 stand unter dem Motto, durch Geld drucken, konsumieren und schulden wird man reich. Ich finde das sehr gut, also tadellos. Das sehen Sie ja in Amerika. Darauf basierte das gesamte System. Ja, gucken wir uns Amerika mal an, was sie gemacht haben. Ein deindustrialisiertes Land, die Industrie ist zum größten Teil nach Asien abgewandert. Da ist sehr wenig übrig. In England ist es so schlimm, dass nur noch 7,9% der englischen Wirtschaft basiert auf Industrie. Ist fast nichts mehr. Der Rest alles Finanzen und Dienstleistungskram. Wie das gehen soll, ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Früher gab es Fabriken, da wurden Dinge hergestellt und das war irgendetwas Solides. Und heute, ja, heute gibt es Finanzdienstleister. Das ist ja auch gut. Was haben wir denn hier in Amerika? Es wurden Supermärkte gebaut, Millionen Banken- und Verwaltungsgebäude, Gefängnisse für über 3 Millionen Straftäter, die höchste Rate der Welt, Dienstleistungsunternehmen und Rüstungsindustrie. Ich war gerade wieder in Las Vegas und Nevada, da sehe ich die Zeltstädte, wo die ganz Armen leben, werden immer größer, sie wachsen amerikaweit. Gestern Abend habe ich auch die Zahlen gehört. Ich weiß nicht, 35 oder 38 Millionen Amerikaner kriegen jetzt Lebensmittelkarten, damit sie überhaupt was zu essen haben. Naja, ähnlich ist das in Brüssel. Und dafür kriegen wir aber jetzt die Todesstrafe zurück. Der Lissabonner Vertrag enthält leise, so als Kleingedrucktes wieder die Todesstrafe. Das ist doch sehr gut. Die Mächtigen wissen, dass es irgendetwas geben wird, wenn es schwierig wird, gibt es Aufstände und irgendwelchen Krach und Rabatz und dann haben sie vorsichtshalber mal die Todesstrafe jetzt gesichert. Was ist mit den fallenden Dollarkursen? Die werden doch der Wirtschaft helfen. Nein, das werden sie nicht. Was Amerika noch an Export anzubieten hat, die Hauptexportartikel Amerikas sind Filme, TV-Serien, Waffen und frisch gedruckte Dollars. Das ist alles, was sie zu bieten haben. Und wie sie damit durchkommen wollen, das werden wir sehen. Du kannst nicht immer nur TV-Serien verkaufen und davon leben, als für so ein großes Land. Das wird nichts. Wir haben hier die größte Lüge und der größte Betrug aller Zeiten spielt sich ab. Ich bin oft an der Westküste und oft Ostküste in Amerika in Häfen, also ein Hafen. Zuletzt in Newport Beach. Newport Beach ist 10-mal so groß wie Ljubljana. Da kann man mit dem Auto stundenlang drin rumfahren. Da kommen 20 Container rein aus dem Ausland. Die sind voll mit realen Dingen, wo die Ausländer dafür gearbeitet und geschwitzt haben. Die 20 Container gehen wieder raus, wenn sie entladen sind. Aber nur einer davon ist voll und 19 sind leer. Und die Differenz davon wird ausgeglichen mit einer kleinen Maschine, die steht im Keller bei diesem Bernanke, bei Heliben, der leiert so, leier, 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 leier. Und da kommt etwas raus, so grünlich. Da steht drauf, Dollar. Und da sind die Köpfe von toten Präsidenten drauf. Damit begleichen die ihr gesamten Öleinfuhr und alles, was Amerika kriegt, wird beglichen mit kleinen Papierchen. Die kosten fast nichts. Ja, ein paar Cent kostet die Farbe. Die müssen keine realen Waren liefern, sondern liefern dafür bedrucktes Papier. Das machen sich normale Menschen überhaupt nicht klar. Die verstehen das nicht. Und wie lange das Ausland das noch mitmacht, ich denke auf keinen Fall länger wie 2012. Die Zentralbanken haben doch das Rettungsinstrument der Zinsen. Die können machen, was sie wollen. Heben sie die Zinsen an,
bricht A, die Wirtschaft zusammen und ganz schnell. Und zweitens der Staat. Denn alle Staatsschuldenpapiere sind Kurzläufer. Die gehen nur 1 bis 2 Jahre. Und danach müssen sie erneuert werden. Wenn die Zinsen, sagen wir, von 1% vielleicht auf 6% gehen, wie es normal ist, reichen die Steuereinnahmen der Staaten nicht mehr aus, die Zinsen zu bedienen. Dann sind wir in einer Woche, ist das System tot. Heben Sie die Zinsen an, Ende. Lassen Sie die Zinsen tief, wie jetzt, nahe Null. Dann geht es noch eine Weile, aber das erzeugt Hyperinflation, wie es immer gewesen ist. Sie können machen, was Sie wollen. Sie sitzen in der Ecke. Es gibt kein Entkommen. Neue Statistiken weisen doch auf den Aufschwung hin. Also erstens sind alle Statistiken praktisch ausnahmslos massiv gefälscht. Wenn die Arbeitslosenrate in Amerika wird mit 9,8% angegeben. Die wirkliche, gucken Sie bei Shadow Stats nach, das ist 20%. In Europa genauso. Das sind nur Beispiele. Dann die Schulden sind maßlos untertrieben und andere Dinge sind maßlos übertrieben. Das 3-, 4-, 5-, 6-fache. Nur ein Beispiel, ich kenne 20 Methoden der Statistikfälschung, nur eins, das ist der Hedonic Deflator. Wenn Sie einen Laptop oder Computer kaufen für $1,000, schieben das über den Tisch, $1,000, und kriegen Ihren Laptop, dann geht der in die volkswirtschaftliche Erfolgsrechnung ein, in das Bruttosozialprodukt, mit $27,000. Und deswegen, bei Autos ist es das Dreifache. Statt $20,000 werden $60,000 verbucht. Und deswegen erscheint die amerikanische Wirtschaft so furchtbar gut. Ich weiß nicht. Und was ist die Begründung? Der Computer ist heute 27 Mal so gut wie im Stichjahre 1992 oder sowas. Und die Autos sind heute 3-mal so gut wie 1995. Deswegen muss man das zum 27-fachen Preis verrechnen. Und deswegen sieht die amerikanische Wirtschaft so fantastisch aus. Ich kann Ihnen nur wenige Beispiele hier bringen. Hier gibt es die Schulden erhöhen sich im Augenblick um 165 Milliarden pro Monat. Amerika braucht jeden Tag ungefähr 3 Milliarden pro Tag von den Ersparnissen der Welt. Noch immer saugt Amerika 80% der Weltersparnisse an. Das, was die dummen Deutschen, Japaner, Chinesen und auch die Slowenen übrig haben an Sparen, das schicken sie nach Amerika, weil das so ein fantastisches Land ist. Wenn das aufhört, nur das, macht Dollar und Amerika so, kabum, Ende. Wir brauchen keine Muslime, wir brauchen keine Schießen und keinen Krieg und nichts, wir brauchen gar nichts. Das alleine genügt. Aber Amerika ist doch das freieste Land der Welt. Ja, ja, mit 3 Millionen Leuten in den Gefängnissen. Ich bin gerade von Atlanta auf dem Flugplatz, wenn du da hinkommst, wirst du wie ein Schwerstkrimineller behandelt. 8 Vorgänge, die Finger der linken Hand auf einen Schirm, die Finger der rechten Hand auf den anderen, dieser Daumen, dieser andere Daumen, die linke Iris vom Auge, die rechte Iris vom Auge, der linke Augenhintergrund, der rechte Augenhintergrund. Sie sind jetzt an Nummer 9, noch nicht fertig. Sie kriegen einen kleinen Stich in den linken Arm mit einer ganz kleinen Nadel und Ihnen wird eine Gewebeprobe entnommen für die Gendatenbank. Das kommt. 40% der Amerikaner haben keine Krankenversicherung. Was haben wir noch? 15, warte mal, jeder 7. Amerikaner lebt in Armut. Die Bevölkerung ist extrem überschuldet, das wissen wir. Die größte Gläubigernation früher wurde zur größten Schuldnernation. Ja, es gibt Menschen, die ohne Gerichtsverfahren eingesperrt werden. Sie kennen diese Geschichten mit den Gefängnissen auf Kuba und woanders. Die Folter, Folter ist offiziell erlaubt von staatlicher Seite. Naja, es wird nicht mehr lange gehen. Die Waffenhändler in Amerika haben Hochkonjunktur. Es gibt jetzt 350 Millionen Feuerwaffen. Also wenn etwas passiert, es wird was passieren. Dann gibt es einen lustigen Bürgerkrieg, aber nicht Nord gegen Süd, sondern Ost gegen West. Ich schätze nicht mehr länger wie 2012. Und übrigens hat Amerika für
fast ein halbes Jahrhundert Goldverbot von 1933 bis ungefähr 1976. Und wenn sie mit Gold erwischt worden sind, 10 Jahre Zuchthaus und Totalenteignung. Das war die Strafe. Also vom freiesten Land der Welt weiß ich nicht so richtig. Da habe ich gewisse Zweifel. Wann kommt das Goldverbot wieder? Wenn, dann schätze ich nach Erreichen des alten Hochs im Januar 1980, weiß ich noch, ich war in Toronto, haben die Leute früh um 5 auf den Straßen gestanden mit Zecken auf dem Rücken, mit Silber und mit irgendwelchen Goldgeschichten, um in diese zwei Geschäfte zu gehen, die das angekauft haben. Das war der Höhepunkt. Silber war bei 52 Dollar die Unze und Gold bei 852. 852 haben wir längst überschritten, das weiß jeder, aber das ist nur nominal. Die Zahlen, da müssen Sie sich dran gewöhnen. Bitte achten Sie darauf. Zahlen sagen nichts. Was zählt ist, was kriege ich dafür? Es ist die Kaufkraft. Sie brauchen heute 2.500 Dollar für das Gleiche, wo Sie 1980 852 Dollar brauchten. Wenn wir das erreicht haben, 2.500, sind wir erst wieder gleich von 1980. Und erst in der Krise, in den letzten 2.000 Jahren, hat sich Gold in der echten Krise, das geht in Zyklen, wenn wir noch Zeit haben, kommen wir noch hin, hat sich das dann für 25 bis verdreißigfacht. Trifft das diesmal wieder zu, stehen wir bei ungefähr 60.000 Dollar für eine Unze. Das wäre normalerweise zu erwarten, falls es den Dollar bis dahin noch gibt, was ich nicht mal glaube. Gut, jetzt immerhin sind wir schon auf Seite 17, na gut. Was ist ein Kriterium für den Dollarverfall? Das ist das Verhältnis zum Schweizer Franken. Es war einmal 6,60 Schweizer Franken für einen Dollar. Im Moment ist es ungefähr 1 Franken, 1 Dollar. Also es hat schon das Siebenfache verloren. Also für eine Führungsnation der Welt mit so einer erbärmlichen Währung, weiß ich nicht, wie lange es geht. Welcher Teil der Weltbevölkerung bereitet sich auf die Krise vor? Das liegt im Promillebereich. Das heißt so ungefähr von 10.000 vielleicht 3 oder 2. Sie gehören dazu. Denken Sie dran, dass, was ich immer sage, ist, wenn diese Promille sich in 1%, nur ein einziges Prozent verwandeln, dass von 100 Menschen einer sich in Gold und Silber geht, dann nehme ich an, stehen die Preise pro Unze vielleicht bei 10.000 oder 20.000 Dollar. Nur 1% brauchen wir, das ist alles. Wir brauchen nicht, und stellen Sie sich vor, wenn die Hälfte der Menschheit losrennt und versucht, noch ein bisschen Gold und Silber zu kaufen, was dann passiert? Diese Mengen sind überhaupt nicht vorhanden. Gestern hat mir jemand gesagt, wenn jeder Chinese, ich glaube, eine Unze kauft oder so, dann sind das gesamte Weltgold reicht nicht aus. Für jeden Chinesen nur einen einzigen Krügerrand reicht nicht, geht nicht. Für den Rest ist nichts mehr da. Gut, es wird demnächst irgendwas passieren, wovon noch 10 Generationen da geredet wird davon. Es kommt. Was kann die Elite machen, um da rauszukommen aus dieser Falle? Nur 3 Dinge. Entweder Hyperinflation wie 1923 in Deutschland und im Augenblick in Zimbabwe. Zimbabwe hatte 90 Hexillionen Prozent Inflation. Sämtliche Sterne im Universum bis 25 Milliarden Lichtjahre im Radius haben nur 60 Hexillionen Sterne. Das ist die zimbabwische Inflation. Ich finde das beachtlich. In Zimbabwe werden Geldpacken, solide, gestampfte Geldpacken in dieser Größe gewogen, nicht gezählt, auf Wagen. Und dann kriegen Sie für so ein Packen 2 Maiskolben im Augenblick. Und in Deutschland hat man 1923 Geld verheizt in den Öfen. Es war billiger als Kohle. Und Sie kennen auch das mit dieser berühmten Geschichte. Eine Frau ist mit einer Schubkarre, Englisch Wheelbarrow, da gefahren mit voll Geld und wollte in der Bäckerei 2 Brote dafür. Und da waren so viele Menschen drin und sie hat
die Schubkarre stehen lassen. Im Moment ist rein und wollte fragen, ob die Preise sich in der letzten Stunde noch einmal verdoppelt haben. Und da waren so viele, sie konnte nicht gleich fragen. Es hat ein paar Minuten gedauert. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, der Preis ist noch gleich wie vor einer Stunde. Und dann wollte sie raus und ihr Geld holen. Das lag auf dem Bürgersteig, ein Kegel. Und die Schubkarre war weg. Das ist, zeigt, die war tausendmal wertvoller wie dieser Dreck, der da drin lag. Das erste ist also Hyperinflation. Das zweite ist offener Staatsbankrott. Der geht schnell. 24 Stunden, Endeffekt das gleiche wie bei Hyperinflation. Alle Konten, die Sie haben, stehen auf Null. Alles Geld ist wertlos. Und dann fängt es von vorne an. Das war 1948 in Deutschland. Die dritte dumme Variation oder Lösung ist Krieg. Wenn die Mächtigen in Gefahr kommen, dass man sie schlitzt, fangen sie immer einen Krieg an. Dann gibt es, das ist eine gute Entschuldigung, zum Beispiel, es gibt alles mögliche, es ist immer jemand Böses. Also von mir aus die bösen Russen, die bösen Juden, die bösen Nazis, die bösen Chinesen, jetzt ist es das böse Al-Qaida und dann die bösen Muslime und das böse Iran. Wir hatten schon mal das böse Irak, die hatten Massenvernichtungswaffen, sehr gut. Die Welt musste gerettet werden vor den irakischen Massenvernichtungswaffen. Man hat sie nicht gefunden, aber das macht nichts. Und der Irak, jetzt muss die Welt gerettet werden vor den iranischen Atomwaffen. Und demnächst, ich weiß nicht, vor Al-Qaida hat vielleicht einen geheimnisvollen Impfstoff oder sowas. Wo Al-Qaida impft dann alles und nach 10 Jahren werden alle solche Menschen automatisch Muslime. Das ist ein muslimischer Impfstoff. Sie werden automatisch zum Koran bekehrt oder sowas. Ich weiß nicht. Die Welt muss immer gerettet werden. Und wir sind jetzt im Augenblick sind wir bei Iran. Das ist die nächste Rettung, die fällig ist. Gibt es noch einen vierten Weg? Ja. Eine Fee mit goldenen Haaren kommt und schwingt den Zauberstab, rauft sich die goldenen Locken und alles ist für immer ein Paradies. Das wäre der vierte Weg. Bloß diese Feen sind sehr selten. Wo sehen Sie die wirtschaftliche Zukunft und politische Macht? Ganz eindeutig in Asien. Sogar Wall Street schiebt leise und still Milliarden und Milliarden, Billionenbeträge leise nach Asien. Dort stellen Sie sich vor, in Indien kostet ein neues Auto von diesem, der heißt Raja Tata, ich sage immer Rata Tata, das ist ein bisschen Quatsch, aber das macht nichts. Der macht ein 4-Sitzer-Auto mit 3 Jahren Garantie, es ist nicht sehr groß, aber es sind 4 Menschen passen rein, hat einen kleinen Kofferraum und hat 3 Jahre Garantie, fährt tadellos, alles dran, Bremsen, Lenkung, keine Airbags natürlich. Und man kann auch keine Ziegen mitnehmen oder Ochsen oder so, das nicht. Aber sonst, wissen Sie, was das kostet? Neu, 1.650 Euro. Glauben Sie, und die Arbeiter dort kriegen in der Stunde 5 Cent oder sowas, ich weiß nicht. Und die bei General Motors, die kriegen, oder bei Ford, die kriegen in der Stunde 35 Dollar plus Nebenkosten. Haben wir eine Chance gegen die 3 Milliarden, die hinten in Asien für 2 Cent arbeiten? Nein, vergessen Sie es. Das ist völlig ausgeschlossen, das kann nicht sein. Dann Indien zum Beispiel ist, seit 30 Jahren wächst Indien jedes Jahr um 6% im Durchschnitt. Völlig egal, ob Asien, Krise oder Boom oder was, spielt keine Rolle. Wie ein Ochse, der trampelt immer weiter, 6%, 6%, 6% im Durchschnitt. Also für mich ist das Land mit der größten Zukunft, ist Indien. China nicht so. Die haben schwere Probleme, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Zum Beispiel der größte Völkermord aller Zeiten findet in China immer noch statt. Seit 1949, seit Mao, sind dort 2,2 Milliarden kleine Mädchen umgebracht worden. Darfst nur ein Kind haben. Die Leute wollen alle einen Sohn. Und die Mädchen legen sie in den Wald oder, ich habe sie gesehen, in Blumenkästen. Die haben sich noch bewegt. 2,2 Milliarden, das sind 2.200 Millionen kleine Kinder. Und es läuft immer noch, geht immer weiter. Als Folge, in China fehlen 130 Millionen Frauen. Umgekehrt, die jungen Männer können keine Frauen finden. Und andere Probleme, ich kann darauf jetzt nicht eingehen. Aber Indien gibt es das nicht. Das ist also deutlich besser. Ah ja, die massiven Angriffe auf Steueroasen und die Schweiz. Was war die Wirkung? Nun,
Der größte Zustrom von Kapital seit dem Krieg hat in den letzten 6 Monaten in der Schweiz stattgefunden. Das war die Wirkung. Es sollte eine abschreckende Wirkung haben, dass die Leute ihr Kapital leise wieder rausbringen nach Deutschland oder irgendwohin, nach Italien, ich weiß nicht wohin. Stattdessen schicken immer mehr Leute ganz heimlich unwahrscheinliche Geldsummen rein, die größten aller Zeiten, also in der bekannten Geschichte, sind jetzt geflossen, nachdem diese Angriffe auf die Steuerparadiese erfolgten. Naja, die Schweiz besteht seit 1291 und die EU besteht seit einigen Jahren. Ich bin gespannt, wer länger lebt. Zu den größten, neuesten Goldkäufertypen gehören Peking, Hedgefonds, Pensionsfonds. Lieben diese Gold? Nein, sie lieben Gold nicht, aber sie haben Angst vor Papier. Das zum Beispiel. Wer macht jetzt den Goldpreis im Wesentlichen? Die Chinesen. Früher war die Ankündigung der Reservebanken oder der IWF, die sagen, wir verkaufen jetzt bald 400, 500 Tonnen Gold. Da haben die Leute furchtbare Angst gekriegt und haben gesagt, ja, dann fallen die Preise. Nein, wir kaufen kein Gold, um Gottes Willen. Das ist vorbei. Der IWF hat jetzt 10-mal angekündigt, er will 450 Tonnen verkaufen. Wirkung, Gold ist gestiegen. Dieser Schrecken, dass die furchtbar viel Gold draufwerfen und den Marktpreis drücken, gilt nicht mehr. Die Chinesen und die Araber und auch andere Länder stehen bereit und sagen, wunderbar, her damit, wird sofort gekauft. Die Chinesen haben jetzt 2.500 Milliarden an Dollar im Prinzip. Das ist reiner Dreck. Und das wollen sie natürlich viel lieber in solides Gold tauschen. Nur, sie können nicht übertreiben, weil sonst der Preis zu hoch geht. Das wollen sie auch nicht. Sie wollen ja nur langsam, sie lassen den Preis langsam steigen, wie man sieht. Also wir sehen schon, die Macht fängt schon an und verlagert sich nach Asien. Die Wall Street und die Manipulierer sind nur noch begrenzt fähig, den Goldpreis zu kontrollieren. Das wird noch viel schlimmer. Die zwei größten Steueroasen der Welt sind Amerika und England. Das wissen die wenigsten Leute. Wir können jetzt auf Einzelheiten nicht eingehen. Ich selbst habe 7 Jahre in England gearbeitet und habe dort fast 1% Steuern bezahlt. Legal. Ich hätte auch gar nichts bezahlen brauchen. Wie das geht, können wir jetzt nicht drauf eingehen. Würden die USA der Cash, was in Amerika umläuft, wenn man den durch Gold abdecken würde, dann kämen wir auf 40.000 Dollar ungefähr. Nur das umlaufende Cash. Das wird auch kommen. Das hier ist natürlich für Menschen, die nicht Deutsch lesen, schwer. Ich kann nur wenige Dinge hier sagen. Das ist ziemlich lustig eigentlich. Die Leute lachen sonst normal hier. Ein Schwerstkrimineller ist ein Gangster. Ein hochkarätiger Bankmanager ist ein Bankster. Also Gangster und Bankster, das versteht man noch. Kredit ist elastische Währung. Das andere ist schwer. Bank, das kann man kaum übersetzen. Bankfensterputzer ist ein Protzbau-Klarsichttechniker, zum Beispiel. Was haben wir hier noch? Ein Bankräuber, ein mangelhaft lizenzierter Eigentumswechselspezialist. Das sind die neuen Definitionen. Eine Lüge ist sachzwangreduziertes Ehrlichkeitsniveau für kursschwache Tage. Kürzen wir es ab. Banken sind High-Performance-Finanzvernichter, zum Beispiel. Bankkunde ist ein getäuschtes, wundergläubiges Klonschaf mit menschlichen Restgenen. Und die uferlose Geldschwemme ist Quantitative Easing, quantitative Erleichterung. Das kennen wir alle. So, hinzu kommen die Pigs. Die Pigs, also die Schweine, sind eigentlich Portugal, Italien, Griechenland und Spanien. Eigentlich müsste es PX heißen, denn Irland kommt noch dazu. Die sind am Ende, die sind nicht nur auf Null, die stehen 30 Meter tief im Schlamm. Die sollen natürlich durch die größeren Länder Deutschland und auch natürlich Slowenien gerettet werden, weil Slowenien ist relativ wohlhabend und muss sogar an Brüssel bezahlen. Das einzige Ostland, was nicht etwas erhält, sondern was noch abführen muss. Wie bitte? Das war aber so.
Ah ja, es hat sich jetzt geändert. Ich höre gerade die neuesten Entwicklungen. Vielleicht liegt es daran, dass die Slowenen Gott sei Dank jetzt mehr Gold kaufen. Und dass ihre ganzen Mittel fließen jetzt in Gold. Ein Glück, da bin ich froh darüber. Gibt's hier noch, hier sind ein paar Zahlen von 2003 waren die Weltschulden, die zu verzinsen waren, 70 Billionen, 2010 sind es ungefähr 190. Es steigt und steigt. Und hier ist der Goldreichtum pro Kopf von einigen Ländern. Slowenien hatte letztes Jahr, das wird wahrscheinlich etwas mehr sein jetzt, die Schweiz hatten natürlich das meiste, sehen Sie 157 Gramm, Deutschland 41, Amerika 26, Island hat 6 Gramm, China 0,45. Ja, wenn die Chinesen auf vielleicht mal 10 Gramm gehen würden, müssen sie die 20-fache Goldmenge besorgen, das ist das Ende. Slowenien hat 1,6 Gramm, das ist ziemlich gut im Vergleich zu China. Unserem verehrten Hausmeister oder wie wir ihn ja nennen sollen, der hat dafür gesorgt, dass das von null auf etwa 1,6 Gramm gestiegen ist. Und ich denke, vielleicht ist es inzwischen schon ein bisschen höher. Das war, wann war das, vor einem halben Jahr oder? Vor drei Jahren. Ja, na gut, also jedenfalls in dieser Zeit ist es von null auf 1,6 Gramm gegangen. Wenn Sie jetzt alle nach Hause gehen und sich richtig verhalten, geht es bestimmt auf 2 Gramm. Da bin ich sicher. Was bedeutet das alles? Nur Gutes. Kommt Deflation, geht Gold in die Höhe. Kommt Inflation, geht Gold in die Höhe. Kommt Krieg, geht Gold in die Höhe. Kommt, was soll sonst noch kommen? Gibt es noch irgendwas? Schweinegrippe oder was? Das zählt nicht, das ist nur Volksverdummung. Aber was kann denn noch kommen? Na gut, kann der Goldpreis stark fallen, auch ohne die Chinesen? Nein, aus dem Grund nicht, weil die Produktionskosten weltweit für eine Unze liegen heute schon im Durchschnitt um die 600 Dollar. Das heißt, wenn Sie auf 600 runtergehen oder noch darunter, hören die meisten Minen auf, dann gibt es gar nichts mehr. Das geht nicht. Sie können also sicher davon ausgehen. Im Übrigen, Berechnungen sagen, in ungefähr 30 Jahren sind die abbaubaren Goldvorkommen sowieso zu Ende. Bei Silber rechnet man 18 bis 20 Jahre. Das war's. Dann gibt's nichts mehr, was man vielleicht für 10, 20, 30.000 Dollar eine Unze, noch ein bisschen. Also, wenn Sie lange genug leben, und heute werden wir alle 108 Jahre alt, also die nächsten 25 Jahre gehen der Abbau von Gold und die Gewinnung gehen ganz furchtbar nach unten. Nicht wegen Menschen, sondern wegen der Natur. Kommt Gold aus der Mode, out of fashion? Niemals. Gold ist ewig. Das wird alles das, was wir heute haben, Bankmonopole und Zusammenbrüche und Krisen und so, in einigen Jahrzehnten ist alles vergessen. Gold ist immer noch da. Das können Sie Ihren Urenkeln vererben. Das lebt noch weitere Hunderttausende von Jahren. Es gibt es für immer. Ich habe hier Gold in Beziehung gesetzt zum Weltfinanzvermögen. 1921 hat Gold 30% des Finanzvermögens gedeckt. 1981 waren es wieder mal zwischendurch 29%. 2008 waren es 1,5%. 2009 1%. Und nächstes Jahr 0,7%. Daran können Sie sehen, es ist nicht schlecht, ein bisschen Gold zu haben. Denken Sie dran, alle Goldreserven der Welt zusammengetragen und geschmolzen in Würfelform. Wie groß ist der Würfel? Möglicherweise ist das komisch, dass das geht. Amerika stellt 4,8% der Weltbevölkerung und verbraucht 25% der Energie. Das wird nichts auf Dauer. Naja, Hypo Real Estate hatte 400 Milliarden Bilanzsumme, doch 600 Milliarden haben sie heimlich aus der Bilanz herausgenommen. Das
Der deutsche Bundeshaushalt ist 288 Milliarden. Das heißt, nur für die Hypo Real Estate alleine, für diese Bank, müsste Deutschland ungefähr 4 Jahre, irgendwelches Zeugs, ganz Deutschland muss 4 Jahre mindestens für die Hypo Real Estate alleine arbeiten, für sonst nichts, bloß für Hypo Real Estate. Und niemand hat ein Glas Wasser oder ein Stück Brot oder einen Liter Benzin, nichts, gar nichts. Nur für diese eine einzige Bank, um die zu retten, richtig, dass die gesamte Summe ausgeglichen ist, kann das gut gehen? Nee, ich glaube nicht. Wann bricht das System? Da gibt es im Deutschen den Spruch, der Vater erstellt's, der Sohn erhält's, dem Enkel zerfällt's. Das heißt, die erste Generation baut auf, die zweite Generation baut aus und die dritte Generation baut ab. Das war schon immer so. 90% aller mittelständischen Firmen folgen diesem Muster. Der Großvater hat es aufgebaut, der Vater hat es erhalten und dem Sohn, der hat keine Lust mehr. Dann fällt es zusammen. 90% aller Mittelständler erleiden dieses Schicksal. Und das Gleiche geschieht hier. Wir haben übrigens große Zyklen im Abstand von ungefähr 60 Jahren oder sowas. Das hängt auch mit dem sogenannten Kondratjew-Zyklus zusammen, auf den wir hier nicht eingehen können. 1857 war ein fürchterlicher Crash. 1932 war der letzte. Und 2010 bis 2012 ist jetzt, der ist jetzt fällig, der kommt. Und um das Jahr 2100 etwa kommt der übernächste. Also leben Sie bitte länger wie 2100, dann erleben Sie den auch noch. Dann können Sie also berichten, wie es damals war. Gut, die Frage, wann kommt der Höhepunkt, schwer zu sagen. Ich würde sagen, im Herbst oder Winter 2012 ist meine Schätzung. Das ist wie ein Krebskranker. Man weiß im letzten Stadium, er wird sterben. Aber ob er in einer Woche stirbt oder in 3 Monaten, ist sehr schwer zu sagen. Das kann kein Arzt direkt sagen. Er wird mit Sicherheit sterben. Ich schätze privat spätestens im Herbst 2012. Und das Ganze wird dann in heftige Bewegung kommen, wenn der Iran-Krieg beginnt. Die Realitätsverweigerung wird systematisch gefördert, zum Beispiel durch Ablenkung und Verschweigungen. Eisbär Knut. Es gibt weltweit 80 Eisbär-Knut-Clubs. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich frage mich, was diese Menschen nach 3 Wochen, über was die noch sprechen, wenn sie ihre Clubsitzung haben. Fußball, Olympiade, Wahlspektakel, Mondlandungslüge, Piraterielüge, Feinstaublüge, Terrorismuslüge, Rinderwahnsinnslüge, Aktienaufschwungslüge, Waldsterbenlüge. Der Wald stirbt, heißt das. Völliger Quatsch. Nach dem Krieg war in Deutschland 26% der Oberfläche vom Wald bedeckt. Heute sind es 38%. Ach ja, als Beispiel. Am 18. November 2008 wurde der Welttoilettentag gefeiert. Weltweit. Der Welttoilettentag. Demnächst kommt vielleicht der Welturintag. Oder was kann noch so kommen, als was man macht? Der Welttelegrafenmasttag. Oder vielleicht auch der Weltzuckerrohrtag, irgendwas, der Welthundetag. Hier ein Blick reicht darauf, von 2001 bis heute sind die Goldpreise in allen möglichen Währungen aufgeführt. Der Durchschnitt liegt so um 16%. Damit kann man es zusammenfassen. Jedes Jahr, und dieses Jahr ist, glaube ich, schon an 20%. Silber bisher 55% dieses Jahr. Sie können sehen, Silber hat sehr viel größere Chancen. Das ist die Aussage. Hier sind die Währungen, hier sind die Jahre. Sie sehen, Sie können davon ausgehen, nur am Ende wird sich das beschleunigen. Das geht schneller wie 16% oder 20%. Der IWF plant, seine 40 Tonnen Gold zu verkaufen. Vergessen Sie es. Es stehen 10 Länder bereit, die es sofort übernehmen würden. Ist Inflation gleich mit steigenden Preisen? Nein. Inflation bedeutet nur, dass die Papierwährungen immer schwächer werden. So rum. Werden Dollar und Euro verschwinden? Aber sicher, ganz klar. Seit 4000 Jahren sind alle Papierwährungen, die nicht durch Edelmetall gedeckt waren, auf Null gegangen.
ohne Ausnahme. Die Chinesen hatten bereits 3500 Jahre vorher zweimal Papierwährungen. Sie sind nach 20 Jahren auf Null gegangen. Nur damals herrschte Ordnung. Der chinesische Kaiser hat alle Verantwortlichen zusammenrufen lassen bei schönem Sonnenwetter und sie wurden alle öffentlich hingerichtet. Das, wenn man das heute mit Wall Street machen würde, ich bin sicher, das würde sich herumsprechen. Also Euro und Dollar fallen, wie alle. Werden Gold und Silber wertvoller? Nein, sie werden nicht wertvoller, nur Papiergeld wird immer wertloser. So rum. Der derzeitige Wert allen Goldes und aller Goldminen, naja, machen wir es kurz, der Würfel von sämtlichem Gold, was die Menschen in 10.000 Jahren zusammengetragen haben, ist ungefähr 18,5 Meter. Das dürfte hier etwa dieser Raum sein, schätze ich mal. So etwa. Also wenn man diesen Raum, vielleicht ein bisschen weniger, mit Gold füllt, da haben die Menschen 10.000 Jahre gebraucht, um das zusammenzutragen. Nicht sehr viel. Das sind genau zwei Boeings, zwei große Boeings mit Gold oder zwei Zweifamilienhäuser. Das ist alles. Ich habe hier Zahlen, könnt ihr vergessen. Was hält Brüssel sehr streng geheim? Ein 17 Seiten langes Positionspapier der EU-Kommission, die von den nur europäischen Banken gehaltenen toxischen Papiere laufen sich auf 19.000 Milliarden, das 66-fache des deutschen Staatshaushaltes. Da kann nur noch Krieg oder Staatsbankrott oder Hyperinflation helfen. Wird die Krise diesmal schlimmer wie in den 30er Jahren? Ja, weil die Ungleichgewichte sind 10-mal so groß wie damals. Wann können wir eine Explosion oder Revolution erwarten? Dann, wenn die Schmerzgrenze für den Durchschnittsbürger erreicht wird und überschritten wird, und zwar dauerhaft. Sie sitzen zu Hause ohne Licht, ohne Wärme, ohne Essen. Und die Kinder rennen herum und schreien so ein bisschen. Dann können wir vielleicht erwarten, dass etwas passiert. Wäre eine Papiergelddeckung durch Gold nicht die Rettung? Ja, allerdings mit den Zahlen, die ich hier aufführe, müsste, wie war das, 5 Billionen entsprechen, 1.000 Dollar pro Unze. Eine Abdeckung nur alleine dieser Geldmengen, die einfachen Geldmengen, ohne irgendwas, ich rede gar nicht von Schulden, bloß diese umlaufenden Geldmengen, kommen wir sofort in den Bereich von 10, 20, 30.000 Dollar Minimum. Müssen die Zentralbanken, die ungefähr 16.000 Tonnen verliehen haben, müssen sie die wieder zurückführen? Ja, das gehört dem Volk, das ist verliehen. Gibt es Kontrakte darüber? Die Zentralbanken haben noch angeblich 28.000 Tonnen. Davon haben sie ungefähr 16.000 Tonnen verliehen an ihre Freunde, die Bullionbanken und Ähnliches. Das muss zurückbezahlt oder zurückgefordert werden. Wenn die das tun, sind das 8 Weltjahresproduktionen. Also abgesehen davon, dass die 16.000 Tonnen gar nicht erhältlich sind irgendwo, können Sie sich ausrechnen, dann sind wir wieder bei mehreren Millionen Dollar pro Unze. Das wird in irgendeiner Form kommen. Die Amerikaner haben seit 1956 keine Inventur mehr durchgeführt. Niemand weiß, wie viel Gold Amerika noch hat. Das sollen wir nicht wissen. Angeblich haben sie 8.000 Tonnen. Ich bin sicher, wenn sie noch 2.000 Tonnen haben, haben sie viel. In Fort Knox ist alles leer. Auf den Regalen liegen Zettel, Papiere. Da steht drauf. Hiermit schulden wir dem amerikanischen Volke 6.000 oder 8.000 Tonnen Gold. Mit freundlichen Grüßen, Goldman Sachs. Fort Knox ist längst leer. Nichts mehr da. Das ist der Grund, weswegen die keine Inventur machen. Die Begründung ist, es ist zu teuer. Das ist die offizielle Begründung. Das mache ich mit 5 Studenten an einem Mittwochnachmittag. Kostenlos. Ich gehe da rum und hake ab. So. Was ich zum Abschluss empfehlen würde, ist, kaufen Sie sich Gold und Silber, so viel Sie irgendwie können.
Der Goldzyklus, das kann ich mit vier Sätzen sagen, ganz schnell. Es gibt drei Phasen. Das erste ist die Nacht. Die hatten wir bis 2000 ungefähr, 2001 so herum. Gold war nur noch Dreck. Weltweit haben die Leute gelacht über Gold. Bei solchen Veranstaltungen hier kamen vielleicht 8 Menschen oder wenn man Glück hatte 10. Jetzt kommen 1000, 1500. Bei KB so traurig wie es ist, aber sie haben, ziehen wirklich Tausende von Menschen an. Abgesehen von den Hintergründen. Also es ist schon so, dass das Interesse ist gewachsen. Die erste Phase 1 ist dunkel, da geschieht überhaupt nichts. In der zweiten Phase ist der Morgen. Langsam fängt es an. Die allerersten kaufen ein bisschen, sogar ein paar Institutionelle, ab und zu ein paar Goldaktien zuerst ganz schüchtern. Übrigens der Index für, es gibt zwei Indizes, warte mal, der Index für nicht gehedgte Aktien, genannt HUI, hat sich von 2001 bis auf heute von 35 auf 475 erhöht. Das ist ungefähr der 16-fache, so was, 15-fache. Wenn Sie damals diesen Index gekauft hätten, wären Sie heute 15 oder 16 Mal so reich. Daran, das ist Phase 2, das fängt langsam an. Es kommt Bewegung hinein. Jetzt kommt dann Phase 3, das ist der Mittag oder der Höhepunkt der Sonne. So weit sind wir noch nicht. Der kleine Bach wird zu einem reißenden Strom, am Schluss zu einem Tsunami. Das bedeutet, dass wir sind noch in Phase 2. Phase 3 liegt noch vor uns. Das kommt noch. Wenn Phase 3 den vollen Höhepunkt erreicht, merken Sie das daran, dass jeder, der Tankstellenbediener, der Ihnen den Tank voll macht, oder die Putzfrau, oder der Bettler unter der Brücke, oder die Zahnärztin Gehilfin, oder jeder, den Sie überhaupt sehen, redet nur noch über Gold und über Silber. Die Universitäten bieten Goldkurse an, pro Tag 10 Stück. Die Zeitungen sind voll nur mit Gold und Silber. Wenn das der Fall ist, müssen Sie zumindest teilweise raus. Dann hat es absurde Höhen erreicht. Dann sind wir bei 80.000. Und Sie überlegen, meine Nichte hatte mal einen Krügerrand. Und sie überlegt, ob sie dafür 2 S-Klassen Mercedes kaufen soll oder vielleicht doch lieber eine Weltreise von 6 Monaten mit der Familie. Solche Dinge kommen in Phase 3 vor. Vollkommen absurd. In den 20er Jahren kostete in Berlin eine Riesenvilla, eine ganz moderne Bankervilla mit Goldfischteich und Blutbuchen, also Bäume, ein kleiner Park, eine Unze Gold. Das Äquivalent von einem Krügerrand, den es damals noch nicht gab. Für eine Zeit und für eine Handvoll, ungefähr 12 bis 15 Unzen, haben Sie einen kompletten Straßenzug in Berlin kaufen können mit jeweils 15 freistehenden Einfamilienhäusern. Also 30 Häuser, schöne, moderne, in einem guten Viertel, haben Sie für eine Handvoll Gold erhalten. Diese Zeit wird wiederkommen, sie wird aber nicht ewig bleiben. Das ist eine Blase und alle Blasen platzen. Auch die Goldblase. Das bedeutet aber nicht, dass Gold wertlos wird. Es wird nur von 80.000 die Unze wieder zurückfallen, sagen wir auch vielleicht 35.000. Und dort wird es sich einpendeln. Das heißt, wenn Sie es verpassen, ist es nicht so schlimm. 35.000 ist immer noch besser wie 1.000, wo es jetzt ist, zum Beispiel. Nur, wenn es ganz oben ist, müssen Sie vielleicht teilweise raus, um das zum die Hälfte billiger wiederzukaufen danach. Oder allerdings nicht im Papiergeld tauschen, was ja wertlos ist. Was man dann genau macht, müssen wir drüber noch sprechen. Denken Sie dran, da müssen Sie Sachwerte kaufen, die absolut nicht nur im Keller sind, sondern 2 Kilometer tief in der Erde. Beispiel München, August 1945. Ein Quadratmeter in der Münchner Innenstadt kostete 10 Euro Cent umgerechnet. Heute kostet der, weiß ich nicht, vielleicht 20.000 Euro oder irgend sowas. Dort, wo die Banken und Versicherungen stehen, 10 Cent hätten sie es kaufen können. Wenn die sich das gegenseitig abkaufen, verrechnen sie einen Quadratmeter mit 1 Million Euro. Die war mal 10 Cent. Also wenn solche Zeiten kommen, dann
Wir sprechen, wenn wir noch Zeit haben, sprechen wir drüber, aber so weit sind wir noch nicht. Bevor Phase 3 kommt, haben wir vielleicht noch einen Vortrag irgendwann und dann kann ich Ihnen da noch ein bisschen weiteres sagen. Gut, wie sollen wir uns vorbereiten? Das allererste, keine Angst. Fürchten Sie sich nicht vor irgendetwas. Wenn Sie Angst haben, hat das drei Wirkungen. Erstens lähmt Sie das, paralyzing. Zweitens denken Sie nicht mehr klar. Die Entscheidungen, die Sie machen, sind garantiert falsch, wenn Sie aus tiefen Angst heraus irgendwas tun. Und drittens, das ist irgendein feinstoffliches Gesetz. Das, wovor Sie Angst haben, ziehen Sie automatisch an. Leute, die immer Angst vor Krebs haben, kriegen garantiert Krebs. Leute, die Angst haben vor einem Autounfall, kriegen garantiert einen Autounfall. Was immer sie haben, Leute, die Angst haben, dass ihr Partner sie verlässt oder sowas, der Partner verlässt sie garantiert. Also haben Sie vor nichts Angst, ganz gleich, was passiert. Sie sitzen jetzt hier, Sie sind gut vorbereitet, geistig, auch körperlich und vor allem eben auch materiell. Mit Angst, nur mit einer verängstigten Bevölkerung können die Mächtigen machen, was sie wollen. Wenn die Leute Angst haben, kannst du ihnen alles sagen. Ja, ihr müsst leider eure letzten Rechte noch aufgeben, wegen Terrorismus oder wegen der Affengrippe oder wegen der Kamelgrippe oder der Maulwurfsgrippe oder was immer so erfunden wird. Und deswegen die Grundfrage, ich werde immer gefragt, wie soll ich sparen? In Euro auf einem Konto oder lieber in Gold? Die Frage können Sie sich selbst beantworten. Seit 2001 hat der Euro 57% seiner Kaufkraft verloren. Der Euro macht so und der Dollar macht so. Und Gold hat seither sich vervierfacht in Silber. Also ich investiere, wenn es geht, wenn ich noch einen Rest Gehirn habe, nicht in etwas, was so macht, sondern in etwas, was so macht. Damit ist die Frage beantwortet. Mehr brauchen Sie gar nicht wissen. Sie brauchen gar keine große Bildung zu haben. Ansonsten solide Ausbildung, also wenn es soweit ist, werde ich versuchen, wenn Gold bei 20.000, 30.000 Dollar steht, ich habe so eine Art Sohn, den werde ich dann versuchen, zu Harvard zu schicken. Er ist 20 Mal schlauer als ich, dagegen bin ich nur ein geistiger Kleinstrentner gegen den. Das wäre eine Möglichkeit, wo Sie etwas von Ihrem Gold investieren könnten. Also was Sie zwischen Ihren Ohren haben, ist noch wichtiger wie Gold. Was haben wir sonst noch? Das Wichtigste in der Krise, das Allerwichtigste, sind Zigaretten. Das Allerwichtigste sind Zigaretten. Natürlich können Sie mit einem Krügerrand dann vielleicht, ich weiß nicht, 100 solche Zigarettenpackungen kaufen, große, das ist wahr. Aber primär müssen Sie Zigaretten haben. Warum? In Deutschland gab es die Zigarettenwährung nach dem Krieg für 4,5 Jahre. Alles, was es gab, wurde in Zigaretten umgerechnet. Mehl, Munition, Prostitution, Weizen, Autos, Benzin, alles. Da gab es Listen nur mit Zigaretten. Und woran lag das? Damals gab es, wie immer, Leute, die gerne rauchen. Man nennt die Nikotinabhängige. Und wenn der Nikotinstrom unterbrochen wird, und das wird er in einer wirklich schweren Krise, haben wir weltweit 2 Milliarden Süchtige, 2000 Millionen rauchen. Und wenn das aufhört, rennen die durch die Straßen und schlagen alles tot, nur um diese Sucht befriedigen zu können. Ein Beispiel aus meiner Kindheit, ich habe da gestanden und habe gesehen, die Erwachsenen, was die gemacht haben. Die Lebensmittelkarten von einer ganzen Woche Essen wurden gegeben am Anfang für eine Schachtel Zigaretten, dann für eine halbe Schachtel, dann für 3 Zigaretten, am Schluss für eine Zigarette, eine ganze Woche kein Essen für eine Zigarette. Und dann kam der Höhepunkt. Diese eine Zigarette wurde genau in der Mitte zerschnitten. Und rechts und links haben 2 Menschen ihre Lebensmittelkarten für eine Woche gegeben, hatten eine Woche nichts zu essen, für eine halbe Zigarette. Dann haben die diese Zigarette angebrannt. Ich habe als Kind immer so dagestanden, normale Erwachsene, wie sie hier sitzen, und haben so gemacht. Das nennt man Nikotinsucht. Und wenn das kommt, Sie brauchen Zigaretten, Sie kriegen alles für Zigaretten, alles. Wenn Sie 3 Leibwächter brauchen und 10 Sklaven, die ihre Farm bestellen, die Sie gekauft haben mit 2 Krügerrands, die sagen, ja, du kriegst in der Woche 5 Zigaretten oder 6. Reicht, genügt. Ich rede aus Erfahrung. Ansonsten, was wir sonst noch brauchen, Alkohol, Kaffee,
Tee, Toilettenpapier, Speck, Schinken, Konserven, Werkzeuge, ganz wichtig, Gartengeräte, Tierfutter, Mehl, Getreide, Diesel, Saatgut, Waffen, Munition, kleine Tiere. Am wirtschaftlichsten sind Hühner und Kaninchen. Die haben die höchste Futtereffizienz. Kühe sind das Schlimmste, was es gibt. Eine Kuh braucht 17 Kilogramm Futter, um ein Kilogramm Kuh zu erzeugen. Schweine sind besser, die brauchen nur 10 Kilogramm. Noch besser sind Schafe und Ziegen, die brauchen 7 Kilogramm. Und noch besser sind Hühner, die brauchen etwa 4 Kilogramm Futter, um ein Kilo Huhn zu erzeugen, wenn es richtig geht. Und am besten sind Karpfen im warmen Wasser und Kaninchen, die brauchen nur etwa 2 Kilogramm ungefähr. Also denken Sie daran, allerdings gilt das nur, während die Tiere wachsen. Wenn eine Kuh schon meinetwegen 40 Jahre alt ist, da können Sie reinstopfen, was Sie wollen. Die verliert immer weiter an Gewicht. Das geht natürlich nicht. Aber merken Sie sich das, was haben wir noch? Silber, ganz kurz nur gesagt, hat sehr viel größere Chancen als Gold. Erstens, alles Silber der Welt ist weg und alles Gold der Welt ist da. Es gibt so gut wie kein Silber mehr. Die COMEX hat Reserven in New York, die reichen für 6 Wochen Lieferung. Es gibt ungefähr 153.000 Tonnen Gold. Das ist dieser Würfel, von dem wir gesprochen haben. Und es gibt nur ungefähr, schwer zu schätzen, 17.000 Tonnen Silber. Kann weniger sein, man weiß es nicht ganz genau. Ungefähr. Also nur höchstens. Viele sagen ein Zehntel, manche sagen ein Achtel. Also ist egal, sagen wir mal grob über den Daumen. Ein Zehntel der physischen Menge von Gold repräsentiert Silber. Es gibt nur noch ein Zehntel so viel Silber wie Gold. Und der Wert vom Silber im Augenblick ist ungefähr, ist jetzt 60, 65 oder 70 Kilogramm Dollar. Das heißt, für früher, im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, hat man immer für 15 Unzen Silber eine Unze Gold erhalten. Das Verhältnis war, die Wertdichte war ungefähr 1 zu 15, über 100 Generationen hinweg. Es gab in Ägypten und Griechenland Zeiten, da war Silber 4-mal so teuer wie Gold. Das hat es auch gegeben. Aber im Moment ist das nicht so. Wir hatten vor 2 Jahren, war dieses Verhältnis 1 zu 15 bis auf 102. Man musste 102 Unzen Silber oder Kilogramm Silber geben, um ein Kilogramm Gold zu erhalten. Im Moment ist es ungefähr bei 68, glaube ich, oder bei 65. So etwa. Das heißt, es fällt weiter. Allein die Tatsache, ich kann Ihnen garantieren, das Gold-Silber-Verhältnis wird wieder auf 1 zu 15 gehen. Garantiert. Das heißt, Silber alleine aus dem Grund muss sich vervierfachen. Selbst wenn Gold stagniert und gleich bleibt, wird Silber sich vervierfachen. Alleine aus diesem Grund. Außerdem, die industriellen Anwendungen von Silber wachsen von Woche zu Woche. Fotos, die Filme, wissen Sie ja noch, die früher mit diesen Farbfotografien gemacht wurden. Das ist, können Sie heute vergessen, dass man hat gedacht, die Silbernachfrage wird zusammenstürzen. Das hat sich nicht erfüllt. Es gibt viel mehr andere Anwendungen. Ich kann darauf nicht weiter eingehen. Nur etwa 8% des Goldes wird industriell nachgefragt und beim Silber sind es etwa 55%. Die Industrie braucht das. Ohne Silber können Sie vergessen. Das geht nicht mehr. Die moderne Wirtschaft kann ohne Silber nicht existieren. Ihre Waschmaschine, Ihr Handy, Ihr Fotoapparat, Ihr Auto, was Ihnen einfällt an technischen Geräten, Ihr Fernseher, alle haben Silber drin. Keine Riesenmengen, aber ohne das geht es nicht. Ganz furchtbar wichtig. Gab es sonst noch irgendwas? Ja, manche fragen, warum ist manches Gold rot, wie der Krügerrand? Das sieht ja so rot aus. Und anderes, wie die modernen Goldmünzen, die sehen ganz strahlend gelb aus. Das liegt daran, dass der Krügerland und das Schweizer Vreneli, die haben nur 91% Goldgehalt und ungefähr 9% Kupfer. Deswegen sieht das so rot aus. Und in den alten Zeiten konnten die Menschen das nicht trennen. Die Technologie war noch nicht da. Deswegen das alte Gold von ganz früher war immer rot. Die haben das Kupfer nicht rausgekriegt. Das war nicht machbar. Inzwischen geht das. Heute gibt es Gold bis zu 4 Neunen. Das bedeutet, von 10.000 Teilen ist nur ein Teil kein Gold.
Das ist fast chemisch rein. Sie sehen es, wenn Sie es in der Sonne in Ihre Augen blitzen lassen, macht das leicht grünliche Reflexionen. Es hat ein bisschen einen grünlichen Stich zum Beispiel. Daran erkennen Sie, dass es reines Gold ist. Es spielt aber keine Rolle. Der Krügerrand hat zwar nur 91% Gold, ist aber dafür um 10% schwerer. Das heißt, die kriegen mehr von der Menge, aber verdünnt gewissermaßen. Also die Goldmenge ist die gleiche. Wenn Sie den auf eine Waage legen, der ist ja schwerer. Ja, um den Betrag des Kupfers ist er schwerer. Gut, wir sind auch schon bald, kommen schnell dem Ende zu. Hier habe ich noch einige Empfehlungen. Zum Beispiel in Deutschland würde ich keine Silberbarren kaufen, weil die kosten jetzt 19% und demnächst 25% Mehrwertsteuer. Münzen kosten noch 7%. In der Schweiz ist jetzt alles 8%, egal ob Barren oder Münzen. Gold ist steuerfrei. Noch. Ich weiß nicht, wie lange noch. Das ist das Erste. Wenn Sie Silber kaufen, ich kann Ihnen nur sagen, was meine Lieblings-Silbermünze wäre, das ist das kanadische Maple Leaf, aus mindestens 4 Gründen. Es ist die, Sie sehen es ja, ist die schönste Münze, die ich so kenne von den Silbermünzen. Es ist die reinste, als einzige haben die 3,9er Silber. Und es ist die bekannteste, zum Beispiel. Hier sind die wichtigsten Goldmünzen, die gängigsten, die es gibt. Krügerrand, Britannia, Maple Leaf, Eagle, Nugget, Philharmonica. Eine Nachprägung hier von 1915, da ist der österreichische Kaiser drauf. Ich glaube, dem hat mal Slowenien gehört, aber es ist schon lange her, seit 1918. Also wenn ich etwas selbst wählen würde, ich würde mit dem Schweizer Vreneli anfangen. Erstens ist es die kleinste Münze in einer Krise. Ich will nicht jeden Tag einen Straßenzug kaufen oder eine Stadt oder 40 Häuser oder was. Sie brauchen vielleicht mal ein neues Auto und 20 Arbeitskräfte und alles vielleicht 5 Schweine oder 16 Kühe oder sonst was. Und dafür reicht diese kleine Münze gerade aus. Das ist dann schon zu groß. Weil stellen Sie sich vor, Sie kriegen dann für eine Handvoll, wie gesagt, 30 Häuser. Das ist die bekannteste Münze in der Schweiz und sie hat noch einen großen Vorteil. Das Vreneli ist von 1880 bis 1945, 45 oder so, geprägt worden und dann nicht mehr. Also es gibt keine Neuprägungen. Die Münzen sind alle alt und antik, wenn man so will. Und die sind schon 1933 in Amerika von der Konfiszierung ausgenommen worden. Weil wenn normalerweise ein Goldverbot kommt, heißt es, Schmuck wird erlaubt, also und Zahngold, was du in den Zähnen hast, reißen sie dir normalerweise nicht raus. Vielleicht ändert sich das, aber bis jetzt war es noch nicht der Fall. Also Schmuck, Zahngold und Sammlermünzen und antike Münzen, diese 4 Gruppen, das dürfen Sie zu 99% behalten. Nur Anlagegold, also Assets, richtig, was Wert hält, was Sie gekauft haben als Werterhalt, das wird unter Umständen weggenommen. Das weltweit durchzusetzen, halte ich für ausgeschlossen. Indien hat 28.000 Tonnen Gold. Indien hat das meiste Goldreserven der Welt von jedem Land. Diesen Menschen dort wegzunehmen, über eine Billion Menschen, vergessen Sie es. In der Schweiz, wenn Sie den Schweizern ihr Gold wegnehmen wollen, ich weiß nicht, ich glaube, wir kriegen Bürgerkrieg. Dann, was hat das noch für einen Vorteil, das Vreneli? Es ist sehr, sehr bekannt, es ist klein und es wird sehr wahrscheinlich ausgenommen. Dann noch was Wichtiges gab es. Ja, bei Gold und Silber, denken Sie bitte nicht daran, das ist keine Aktie. Sie müssen nicht alle 10 Minuten hinrennen und nach dem Kurs gucken. Vergessen Sie das. Das ist eine Versicherung. Die Versicherung ist dafür da, wenn es wirklich losgeht, und das merken Sie, wenn es so riecht, da sind die brennenden Autos auf der Straße. Oder wenn Sie das klirrende Geräusch so hören, das sind die Schaufensterscheiben, die gerade eingeworfen werden. Und wenn Sie Leute schreien hören, das sind irgendwelche Minoritäten wie, weiß ich nicht, wie Türken oder Afrikaner oder irgendwo Albaner oder was weiß ich, oder vielleicht auch Russen oder Amerikaner. Die rennen mit Messern durch die Straßen und stechen sich gegenseitig so ein bisschen. Wenn das der Fall ist, dann brauchen Sie Ihre Versicherung. Und das merken Sie schnell. Und das ist die einzige Versicherung,
die ihr Telefon antwortet und die auch da ist. Alle anderen sind geschlossen. Gut, also denken Sie, Gold hat Versicherungscharakter. Egal, ob der Preis fällt oder steigt, vergessen Sie das. Denken Sie gar nicht mehr dran. Wenn Sie eine Versicherungspolice haben, rufen Sie doch alle 10 Minuten bei der Versicherung an und sagen, was macht denn meine Police oder sowas. Das ist doch idiotisch. Sie machen gar nichts, Sie warten, bis Sie 65 sind oder ein bisschen tot sind oder sowas und dann kriegen Sie sie, normalerweise. Aber das Gold ist geduldig, das lebt die nächsten 100.000 Jahre, nur keine Angst. Warten Sie einfach ab. Wenn es wirklich zum Äußersten kommt, dann brauchen Sie es, nicht jetzt. Und auch nicht sagen, es hat sich schon vervierfacht schnell verkaufen. Das wird sich nochmal, wenn Sie nebenbei reich werden, das möchte ich Ihnen garantieren, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass Sie zumindest Ihren Lebensstandard halten können, während alle anderen am Verhungern sind oder gar nichts mehr haben. Dass Sie Ihr gewohntes Leben weiterführen können und dass Sie das, was Sie in Ihrem Leben erarbeitet haben und gespart haben und irgendwo hingelegt haben, dass das noch da ist. Wenn Sie auf die Bank kommen, die Bank existiert nicht mehr und Ihr Konto steht auf Null. Das passiert mit Gold nicht. Der Preis von Gold schwankt, und von Silber auch, ja. Aber es geht niemals auf Null, nie, niemals. In den letzten Zeit Atlantis ist das nicht passiert. Denken Sie dran, Versicherung. Ja, wie viel sollen Sie denn nun anlegen? Wir sind auch bald fertig. Hier sage ich nochmal, was man kaufen soll, aus welchen Gründen. Wegen der Schönheit, ich würde wegen der Schönheit ein paar aus Australien ein paar Nuggets kaufen. Da gibt es eine 2-Unzen-Nugget-Münze. Das ist die schönste Goldmünze, die ich kenne. Wenn Sie die nehmen und halten Sie ins Licht an der Lampe und können nachts nicht schlafen, schlafen Sie sofort ein. Oder kaufen Sie sich ein paar Kilo Silbermünzen aus Australien. Gibt sehr, sehr schöne, viele Sorten. Auch das Gleiche. Wenn Sie Krach haben mit Ihrem Mann oder Frau, Freundin, kaufen Sie so ein Ding und bringen Sie es hin. Für die nächsten 3 Jahre gibt es keinen Krach mehr. Das kann ich Ihnen garantieren. Zum Beispiel, weil ein bisschen was, wenigstens ein bisschen, brauchen Sie auch für Schönheit. Nicht nur einfach Goldklumpen sammeln oder Krügerrente oder sowas. Sie wollen auch ein bisschen was fürs Auge. Und dann ist, die Australier sind wahrscheinlich die schönsten Münzen, die es gibt im Aussehen. Werden Sie vielleicht zustimmen. Krügerrande sind okay, die sehen so ein bisschen langweilig aus, aber es ist nichts falsch damit. Dann die Britannia, da kann ich noch einen Augenblick drauf verwenden. Die Britannia würde ich mir einige kaufen, wenn es geht, weil das ist die Münze mit dem höchsten nominalen Wert. Die anderen, also Krügerrand bedeutet, ein Rand steht da drauf. Ein Rand entspricht ungefähr 15 Euro Cent. Wenn ich das einer Bank hinschiebe in Südafrika, da geben die mir 15 Cent, weil das draufsteht. Wäre ich natürlich dumm, das zu tun, weil der Goldwert viel höher ist, wie der aufgedruckte Wert. Die anderen Münzen, zum Beispiel in Kanada, USA und Australien, haben alle 50 Dollar drauf. Wenn ich es hinschiebe, kriege ich 50 Dollar. Das ist besser wie 15 Cent. Und die, wie heißt das Ding, die Britannia hat 100 Pfund. Zwar, das Pfund ist sehr runtergegangen, aber ist egal. Wenn Sie das hinschieben, dann kriegen Sie 100 Pfund. 100 Pfund ist viel besser wie 50 Dollar oder wie 15 Cent. Und wenn jetzt Folgendes passiert, das englische Pfund bricht zusammen, wie alle Währungen, und es gibt ein neues Pfund, das muss ja so sein, vielleicht durch Gold gedeckt, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, dann warten Sie ab, bis sich alles beruhigt hat, so nach einem Jahr. Dann gehen Sie hin und sagen, hier, da steht drauf 100 Pfund, dann müssen Ihnen die 100 Pfund geben. Nur, der Umtausch von alten Pfund zu neuen Pfund war vielleicht 1 zu 100. Sie müssen 100 alte Pfund abgeben für ein neues. Und jetzt kommen Sie hin mit der Münze, da steht nicht drauf 100 neue Pfund oder 100 alte Pfund, steht einfach drauf Pfund. Und dann sagen Sie, bitte, dann müssen Sie Ihnen 100 neue Pfund geben. Und der Wert von diesem Zeug ist unter Umständen 10-mal so viel wert wie die Unze Gold. Aus dem Grund, weil es hat die höchsten Nominalwert. Warten Sie einfach ab. Das wäre ein ziemlich schlauer Move, sagt man im Englisch. So viel haben wir nicht mehr. Was sollen Sie denn noch so, wie viel soll man jetzt anlegen von Ihrem Gesamtvermögen? Um das kurz zu machen, das absolute Minimum sind 5%. Weil im Durchschnitt wird sich Gold ungefähr verzwanzigfachen. Und 5 mal 20 ist 100. Dann haben Sie Ihren alten Lebensstandard gerade halten, können Sie halten mit diesen 5%. Besser ist 10%,
Noch besser, ich habe einen Freund, der ist Zahnarzt, vielleicht der, den die umbringen wollen im Dritten Weltkrieg. Der hat sich seit 15 Jahren sammelt er Silber und im Augenblick hat er 10 Tonnen Silber. Für einen Zahnarzt ziemlich gut, möchte ich sagen. Das brauchen Sie nicht, Sie brauchen keine 10 Tonnen. Aber machen Sie vielleicht, wenn Sie es schaffen, 15% Ihres Gesamtvermögens. Oder wenn Sie Angst haben, mehr, bis 50%. Und wenn Sie nicht wissen, wie, würde ich sagen, 10, also von den 15%, 10% Gold und 5% Silber. Silber hat einen einzigen Nachteil, das ist das furchtbare Gewicht, wo wertdichter. Ein Goldflüchtling, der irgendwo entflieht, von einem Land in das andere, über die Schweizer Grenze oder so, der fährt auf einem Fahrrad mit einem Kopftuch und niemand sieht etwas. Das hat er alles da drin, wo... Ein Silberflüchtling, den sehen Sie von 1000 Metern, der sinkt so tief in die Erde, weil der ungefähr eine Vierteltonne tragen muss oder noch mehr. Den sieht der Zoll schon von weitem. Der stöhnt, schwitzt und keucht unter der fürchterlichen Last zum Beispiel. Das ist der Nachteil beim Silber. Sonst ist alles sehr, sehr gut. Aber haben wir sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht im Moment. Ich glaube, das war jetzt fast alles. Wenn Sie noch ein paar Fragen haben, weiß ich jetzt nicht, ob es das noch gibt, die Fragen. Ich habe vieles weggelassen heute, weil unsere Zeit ist so begrenzt. Normalerweise geht das jetzt noch 3-4 Stunden und dann kommen wirklich interessante Sachen.